Ja, Schule und Glück, das klingt so ein bisschen, als ob das nicht zusammenpasst. Aufgrund meiner eigenen problematischen Schulerfahrung habe ich es aber nicht aufgegeben, daran zu glauben, dass es da einen Zusammenhang geben könnte. Ich fange meine Vorträge immer mit einer Frage an. Sie erwarten jetzt ja, dass ich Ihnen eine Antwort gebe, aber ich glaube ja immer, dass Sie die Antwort haben. Wir sprechen ja von der Weisheit der vielen. Es gibt sozusagen im Feld sehr viel Wissen. Sie sind hier geballte Kompetenz. Wenn man das zusammenrechnen würde, sind hier wahrscheinlich, wir sind hier etwa 100 Leute und wenn man so durchschnittlich 20 Jahre Berufserfahrung, dann sind hier 2000 Jahre Erfahrung im Raum. Und ich komme jetzt dagegen mit meiner kleinen, bescheidenen Erfahrung. Deswegen will ich Sie zu Anfang fragen, was ist denn aus Ihrer Sicht die wichtigste Führungsaufgabe bei der Entwicklung von Schule oder auch Schulentwicklungsberatung? Was ist das Wichtigste? Vielleicht, wenn Sie 2 Minuten von meiner kurzen Zeit nutzen würden und sich kurz austauschen. Und dann würde ich mal kurz eine Frage. Sprechen Sie mal kurz mit Ihrem Nachbarn, Ihrer Nachbarin. Was ist so das Wichtigste aus Ihrer Sicht? Vielleicht mal ein paar Rückmeldungen. Was würden Sie sagen? So ein paar, muss nichts Bedeutendes sein. Was ist so das Wichtigste? Ja? Ich würde auf die Intelligenz der Organisation hinweisen und die mehr einfordern. Ja. Ja, ich habe als Knackpunkt meistens Beziehung und deren Gestaltung. Aha. Beziehung, Intelligenz der Organisation. Gibt es noch was? Wichtiges Thema. Zwischen den Anforderungen von außen und den Fähigkeiten und Stärken im Innenfeld zu vermitteln. Eine Passung herstellen. Orientierung, also Orientierung geben, Ziele finden, aber auch Orientierung für welche Zielgruppe, für wen tun wir überhaupt hier was? Die Wertschätzung in all diesen Gebieten, was meine Kollegin hier gesagt hat. Damit haben Sie schon ein zentrales Thema gleich. Der Glaube daran, dass alles, was die Ich sehe schon, Sie blicken voll durch. Was soll ich hier noch erzählen? Aber ich habe so viele Folien im Genick, dass ich jetzt weitermachen muss. Der erste Lehrstuhlinhaber der Pädagogik, Ernst Christian Trapp, der formulierte 1780 in Halle: Erziehung ist Bildung zur Glückseligkeit. Und ich habe mal mit dem Timo Heuer vor einiger Zeit darüber nachgedacht, aus historischer Perspektive. Wie ist das eigentlich gekommen, dass das Glück aus der Pädagogik verschwunden ist? Denn wenn man heute von Schule redet, dann wird kaum jemand von Glück reden. Und das ist merkwürdig. Denn Lernen ist, wie uns die Hirnforschung sagt, aber auch unser Verstand, ein mit Lust besetztes Grundbedürfnis des Menschen. Wir können gar nicht verhindern, dass wir lernen. Und jetzt ist die große Frage: Wie kommt es dann, wenn die Kinder in eine Einrichtung kommen, die für die Befriedigung ihrer Lust gemacht ist, in eine Lustanstalt, also ich meine in die Schule, dass die gar nicht als Lustanstalt erleben? Und wie kommt es, dass so viele Lehrer, Lehrerinnen in dieser Anstalt für die Befriedigung eines grundlegenden Bedürfnisses gesundheitlich belastet sind? Und das zeigt doch, dass wir irgendwas falsch machen. Und was wir falsch machen, das wusste schon Campe 1832. Ich werde nicht alle Folien vorlesen, Sie erhalten sie ja auch. Aber der Kernpunkt ist aus meiner Sicht, die Glückseligkeit wird verringert in dem Maße, in dem die Bildung vereinseitigt wird. Und das ist genau das Problem. Gute Beratung und Schulleitung, die zielen darauf ab, diese Vereinseitigung zu überwinden, um diese beiden Ziele, nämlich Spitzenleistung und Wohlbefinden, zu erreichen. Und im Gefolge der ganzen PISA-Studien, internationalen Schulleistungsvergleichsstudien und so weiter, wir haben ja schon unsere Vorredner gehört, die haben das schon alles, Vorrednerinnen haben das ausgezeichnet dargestellt, ist genau das Problem entstanden, dass wir alle möglichen äußerlichen Ziele haben, aber uns nicht mehr fragen, wozu machen wir die ganze Veranstaltung? Wir machen doch
die Veranstaltung nicht dazu, dass nachher alle gestresst sind. Ich entsinne mich noch, vor einem halben Jahr ist meine kleine Tochter, die 11-jährige Sophia, ins Gymnasium gekommen und da saßen die alle in der Turnhalle und dann sagte der Schulleiter: Kinder, macht euch jetzt drauf gefasst, ihr werdet hier 10.000 Stunden verbringen. Und ich dachte, mein Gott, bin ich froh, dass ich nicht in ihrer Lage bin und das hinter mir ab. Und so wird es dann wahrscheinlich auch sein. Was hat Glück überhaupt mit Schul- bzw. Berufserfolg und guter Führung zu tun? Da kann man jetzt, wir sind ja im Zeitalter der Evidenzbasierung, da kann man die ökonomische Glücksforschung heranziehen, muss man keine pädagogischen Theorien heranziehen. Die zeigt eben, dass glückliche Menschen gesünder sind, dass sie besser miteinander zusammenarbeiten. Und wir hatten im Juli eine Begegnung mit der Sonja Lobominski, das ist die führende Glücksforscherin, solche Leute kommen natürlich aus Kalifornien, und die hat uns die frohe Botschaft, die jetzt aber evidenzbasiert, muss ja heute alles evidenzbasiert sein: Menschen sind nicht glücklich, weil sie erfolgreich sind, sondern sie sind erfolgreich, weil sie glücklich sind. Also das heißt, wir können es auch mit Gerald Hüther, der ja immer den schönen Satz bringt: Begeisterung ist Dünger fürs Gehirn. Also in dem Moment, wo Sie an einer Sache dran sind, die Sie erfüllt, dann kann man sie gar nicht mehr stoppen, dann wollen sie lernen und wir können das bei kleinen Kindern sehen. Wie sieht das eigentlich in der Wirklichkeit aus? Es gibt ja diese Gallup-Studie, wo immer die Arbeitszufriedenheit untersucht wird und die neueste Untersuchung zeigt, 2/3 erledigen ihren Job lustlos. Und es gibt eine ganze Reihe von Untersuchungen, die alle zu dem gleichen Schluss kommen, dass die Deutschen sich in ihr am Arbeitsplatz am wenigsten glücklich finden. Vielleicht ist das in Österreich anders, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, was ist der Grund? Ganz einfach, es gibt ja immer einen Schuldigen, der Chef. Der Chef ist schuld. Sie kritisieren zu viel, sie achten die Leistungen der Mitarbeiter zu wenig. Und es gibt aber auch einen Anteil der Beschäftigten. Sozusagen, sie haben überfrachtete Ansprüche mit mangelndem Engagement für eine Verbesserung des Arbeitsplatzklimas. Ich habe neulich eine Zukunftswerkstatt gemacht in einem Berufsgymnasium in Frankfurt. Ein völlig verzweifelter Schuldirektor. Wir haben ganz tolle Visionen gemacht, lauter junge, dynamische Kolleginnen. Und hinterher haben die gesagt: Ja, und wer setzt das jetzt um? Die haben gedacht, der Schulleiter macht's. Dann habe ich gesagt: Nein, Sie sind das. Das hat sie nicht glücklich gemacht. Und das ist sozusagen ganz schwierig, wenn man jetzt sich guckt über die Auswirkungen. Das ist ja kein Spaß, wenn Leute so demotiviert sind. Man hat eben festgestellt, Krankenkassenuntersuchung, dass die Fehlzeiten dramatisch zunehmen und auch, dass die Beteiligten eine Fehlwahrnehmung haben. Die Engagierten gaben im Durchschnitt 4,1 Tage an, die sie fehlen. In Wirklichkeit haben sie 7,2 gefehlt. Und bei den Belasteten, da war es sogar so, dass sie 14,7 Tage im Schnitt fehlten. Die Frage ist, sind die nur wirklich krank oder ist das sozusagen eine Wohlstandskrankheit, dass die überfordert fühlen, obwohl die Anforderungen gar nicht so groß sind? Es gibt jetzt eine neue Studie im letzten Jahr vom Bayerischen Aktionsrat Bildung. Der hat mal eine Übersichtsstudie gemacht, wie das eigentlich mit der Lehrerbelastung aussieht. Und die Quintessenz ist: Lehrer leiden, jedenfalls in Deutschland, häufiger als andere Erwerbstätige an Burnout. Wir haben das vorher schon gehört in dem Vortrag, da muss ich nicht im Detail drauf eingehen. Aber ein entscheidender Punkt ist, es wird immer mehr raufgepackt, es mangelt an Kooperation. Und Gallup hat mal insgesamt, also für den gesamten Bereich der Gesellschaft, der Wirtschaft, den Engagement-Index gemacht. Das machen die seit vielen Jahren regelmäßig. Und da kommt eben raus, nur 16% der Beschäftigten haben hohe emotionale Bindung. Also die sagen, super toll, toller Laden, hier macht Spaß zu arbeiten. 17% sind im Sabotagemodus und 67% sind neutral. Und das ist also kein Spezifikum des Lehrerbereichs. Übrigens ist da interessant, dass diese Zahl 16% mit hoher emotionaler Bindung, die Scharfschmidt-Studie, der ja 20.000 Lehrer, Lehrerinnen befragt hat nach ihrer Belastung, da kam ja raus, dass etwa 17% der Lehrer, Lehrerinnen im Gesundheitsmodus sind. Nur 17%, also im
die richtig, die sagen, toll, ich habe eine verhaltensoriginelle Klasse, hier werde ich mal richtig gefordert, ja, und die gehen ganz entspannt aus so 8 Stunden Unterricht raus. Und da zeigt sich eben, dass Engagement eben ein Burnout-Präventionsfaktor ist. Es wird ja immer gesagt, Burnout heißt weniger tun und so weiter. Das ist ein Irrtum. Die Frage ist, was man tut. Die Frage ist, also ich glaube, die wichtigste Aufgabe von Schulentwicklungsberatung ist, dieses Engagement zu steigern. Und da ist die Frage, wie kann man das erreichen? Und diese Studie zeigt, die Unterstützung durch die Schulleitung erweist sich als die wirksamste organisationsbezogene Ressource. Also Schulleiterinnen und Schulleiter, das ist bisher viel zu wenig beachtet worden, haben einen ganz wichtigen Anteil daran, welches Schulklima herrscht, wie motiviert die Mitarbeiter sind und so weiter. Wir machen ja an der Dortmunder Akademie für pädagogische Führung Schulleiterfortbildung. Und da sage ich Ihnen immer, die frohe Botschaft ist, Sie können ganz viel erreichen, aber die schreckliche Seite ist auch, Sie sind auch für ziemlich viel verantwortlich. Also Ihr Einfluss ist doch wichtiger, als Sie denken. Wenn man sich jetzt fragt, was soll man überhaupt für Ziele in Schule erreichen, dann kann man auf, ich neige immer zur Zahl 3, weil ich die Erfahrung gemacht habe, die Leute können sich nicht mehr als 3 Dinge merken. Und wenn ich 3 nenne, dann kommt oft hinterher einer und sagt, was war das dritte? Also 3 ist das evidenzbasiert, würde ich sagen, ist 3 das Maximum. Da könnte man sagen, das eine ist Equity oder Chancengerechtigkeit. Leider müssen wir feststellen, dass wir da nicht wesentlich besser geworden sind. Wenn man den Chancenspiegel von Bertelsmann sieht, der jedes Jahr veröffentlicht wird, da kann man sagen, es ist in den 90er Jahren in Deutschland schlechter geworden. Wir haben also viel mehr soziale Ausgrenzung, viel weniger Leistung. Und jetzt fragt man sich, jetzt haben doch alle nach PISA wie die Wilden gearbeitet, Reform, alles Mögliche ist über die Schule hinweggegangen. Ergebnis, höhere Belastung, nicht wesentlich bessere Leistung. Paul Virilio, französischer Philosoph, nennt das rasenden Stillstand. Also alle ackern im Laufrad, aber es passiert wenig. Der zweite Punkt bei Equity ist auch noch die Frage, kann Schule überhaupt was zur Chancengerechtigkeit beitragen, wenn wir im Moment die Situation haben, dass es so eine starke Auseinanderentwicklung von Arm und Reich gibt, wie es noch nie in der Historie gab und in Berlin zum Beispiel bis zu 35% der Kinder auf Hartz-IV-Niveau sind, dann ist natürlich die Frage, wie viel Schule da machen kann. Die zweite Ebene ist Exzellenz, anspruchsvolle Leistung. Singapur schafft 26% eines Jahrgangs zur Spitze, Deutschland 8%. Wir schaffen es aber, dass 20% die Schule verlassen, ohne eine angemessene Berufsqualifizierung oder eine Anschlussfähigkeit für Beruf. Das heißt jetzt nicht, dass Singapur das bessere Schulsystem ist, aber es heißt, dass wir da viel Entwicklungsbedarf haben und Entwicklungsmöglichkeiten. Und meine Vermutung ist, dass die Art und Weise, wie wir uns seit 200 Jahren Schule zu machen angewöhnt haben, dass die überholt ist und dass die verändert werden muss. Und der dritte Punkt, der ist Wellbeing oder Wohlbefinden. Und das ist nun der Punkt, wo Sie wirklich sofort was machen können. Sie können, ob das Schulklima, das kann jede Schule beeinflussen. Und wir wissen aus Untersuchungen der Schulqualitätsforschung, dass das wahnsinnig unterschiedlich ist, hängt sehr stark von der Schulleitung, von der Tradition, von der Kooperation im Kollegium ab. Und der Witz ist, wenn Sie mehr für Wohlbefinden tun, dann werden Sie auch bessere Leistungen haben und vielleicht in Ansatz etwas wie Chancengerechtigkeit. Ich habe und vielleicht sogar sowas wie Glück ab und zu erleben. Ich habe bereits gesagt, Begeisterung ist Dünger fürs Gehirn. Also es geht vielmehr darum, aus dem Inneren heraus seine Ziele zu definieren, als sozusagen von außen immer diesen Druck zu bringen, der ja häufig nur zu Abwehrroutinen führt. Der Scharfschmidt, wie gesagt, hat mal untersucht, wie das eigentlich aussieht, die Lehrerbelastung. Hans-Günter Rolf und ich, wir da arbeiten ja zusammen und sind der Auffassung, dass diese Zahlen überzogen sind. Das waren ja Selbstauskünfte von Lehrern. Aber wenn nur die Hälfte wäre, wäre es schon problematisch. Also nach Scharfschmidt sind 30% im Risikomuster. Das sind die, die sagen, wenn eine Herausforderung ist, oh ja, mache ich. Kann ich noch mehr machen? Und irgendwann kippen die dann um und landen beim Risikomuster B. Diese bayerische Überblicksstudie, die hat eben gezeigt, dass Lehrer sehr schlecht abschalten können.
Das ist am höchsten von allen Berufsgruppen, also 63% im Bereich Erziehung und Unterricht sagen, sie können schlecht abschalten. In der Verwaltung liegt es bei 39%, Gastgewerbe 40% und so weiter. Man muss also sehen, dass es da anscheinend einen hohen Belastungswert gibt. Und der spiegelt sich auch wieder in den Frühverrentungen aufgrund von psychischer Erkrankung. Die Vorrednerin hat das ja dargestellt, dass das besondere Problem die psychische Belastung ist. Wir haben schon über Bornhardt gesprochen, das rettet mich, da kann ich mal ein paar Folien schneller durchgehen. Auf jeden Fall ist der springende Punkt, Burnout ist ein Deckbegriff für verschiedenste Erscheinungen. Es gibt 500 Einzeldiagnosen. Es sind Angsterkrankungen, Depressionen, psychosomatische Störungen, Suchterkrankungen. Wenn jemand sagt, wie geht's dir, und dann fragt und dann sage ich, ich bin depressiv, klingt nicht gut. Wenn ich sage, ich habe Burnout, das klingt, boah ey, was ist das für ein Typ? Also das Problem ist, dass Burnout auch als ein Abwehrbegriff benutzt wird und der ist halt gesellschaftlich akzeptiert. Burnout ist fast schon so ein Anerkennungsmerkmal, ja. Aber dahinter stehen natürlich schwierige, problematische Situationen. Und das Entscheidende bei der ganzen Sache ist, dass Burnout zu qualitätsgeminderter Arbeit führt. Also Lehrer, die im Burnout sind, die sind natürlich für die Schüler ein Schrecken, weil die nicht mehr keine Frustrationstoleranz haben, weil die aggressiv werden oder auch ganz im Gegenteil sich rausziehen ohne Engagement. Arbeiten. Man muss ja heute auch immer im Zeitalter der Evidenzbasierung diesen armen Menschen aus Neuseeland zitieren, der sein Leben damit verbracht hat, 15 Jahre hinter einem Flachbildschirm zu sitzen und das in Neuseeland, wunderschöne Landschaft. Und 50.000 Studien in 800 Sekundäranalysen herausgearbeitet hat und dann bahnbrechende Erkenntnisse entwickelt hat. Sie werden nicht glauben, was er herausgefunden hat. Was ist das Wichtigste beim Lernen? Der Lehrer, die Lehrperson. Ja. Was ist noch wichtig? Zielgenaues Feedback. Ja, hätte ich nicht gedacht, aber man sieht eben, es bringt was, wenn man hinter einem Flachbildschirm sitzt. Aber auf jeden Fall, das war jetzt ein bisschen polemisch, aber Hattie belegt halt nochmal, was uns auch der gesunde Menschenverstand und die Berichte unserer Kinder sagen, auf engagierte Lehrer kommt es an. So. Was ist Burnout? Haben wir schon gehört. Es ist ein von Erschöpfung gekennzeichnete, von Unruhe, Gefühl, verringerte Effektivität, gesunkene Motivation. Ein Komplex, der sich in verschiedenen Stufen entwickelt. Und der entscheidende Punkt, es ist letztendlich eine Fehlanpassung von Intentionen und Berufsrealität. Und eine Ursache ist sicherlich auch unsere Lehrerbildung. Und die Auswahl, die Rekrutierung von Lehrer, Lehrerinnen, weil die nämlich mit völlig falschen Vorstellungen in den Beruf gehen. Die denken, sie machen ein tolles Fach, haben immer gerne Literatur gelesen und jetzt kann ich weiter Literatur lesen. Aber dummerweise sind da ein paar Schüler, die stören. Und da komme ich dann nicht mehr mit klar. Das heißt, wir müssten viel mehr, also ich glaube, in der Lehrerausbildung müsste Persönlichkeitsentwicklung sehr viel wichtiger sein. Und auch Umgang mit schwierigen Schülern, mit Störungen. Was mit schwierigen Schülern ist auch schon ein schlechter Begriff. Verhaltensoriginelle Schüler. Also die sind nämlich kreativ. So, wenn man sich das jetzt anguckt in dieser Studie, wer ist am meisten belastet auf der Skala von 0 bis 5, da sehen Sie am höchsten, und das verwundert nicht, sind es die Lehrer in der Sonderschule. Die haben die stärksten Herausforderungen und jetzt im Zeitalter von Inklusion sind sie noch stärker belastet. Die frohe Botschaft ist jemand von Ihnen Schulleiter, Schulleiterin? Die Schulleiter sind nicht so stark belastet. Uns ist nicht ganz klar, woran es liegt. Es könnte sein, dass nur taffe Typen oder Typinnen Schulleiter werden. Es könnte aber auch sein, dass die Tätigkeit einfach so abwechslungsreich ist, dass man sich auch mal rausziehen kann und nicht immer an der Front steht. Und was wenig verwunderlich ist, die Gymnasiallehrer sind am wenigsten belastet. Jetzt muss man natürlich sehen, das ist statistischer Durchschnitt. Das heißt nicht, dass Gymnasiallehrer nicht belastet sind, aber im Durchschnitt. Was interessant ist, die Untersuchungen zeigen, dass Lehrerenthusiasmus, also gerade Engagement, ein Burnout-Präventionsfaktor ist, also nicht weniger machen. Aber der entscheidende Punkt ist, und das ist der entscheidende Punkt, der Enthusiasmus nicht für das Fach, sondern für das Unterrichten. Und deswegen machen die ja in Finnland, wo die ein relativ hartes Auslesesystem haben, da fragen die nicht,
haben Sie Lust, können Sie gut Flöte spielen, sondern haben Sie Lust, Kindern Flöte spielen beizubringen. Also das pädagogische Interesse. Das Interesse, und jemand hat es vorhin gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr wer, Beziehung. Das Interesse an Beziehung ist der entscheidende Punkt. Unterrichten ist eben Beziehungsarbeit. Fachliche Bildung ist wichtig, kann gut erklären ist wichtig, aber auch Ermutigung von Schülern und humorvoll. Solche Dinge. Leider haben wir die Situation inzwischen in Schule, dass da immer noch was raufgepackt wird. Sie sehen hier diesen rasenden Stillstand. Und die Idee, dass dieser Esel dann mehr zieht, die ist ein Irrtum. Er hängt in der Luft. Und genau das erleben wir im Lehrerbereich. Es sind viele Dinge in den letzten Jahren hinzugekommen, für die man vor Jahren noch nicht mal die Worte kannte. Evaluation, Bildungsstandards, Vergleichsarbeiten, Budgetverwaltung, Dienstvorgesetzter, Qualitätsmanagement, Steuergruppe, Gesundheitsmanagement, Inklusion, es geht immer weiter, ich könnte da noch ganz viele Sachen nennen. Und das sollen alles diese Lehrer, Lehrerinnen machen vor einer Schülerschaft, die sich radikal gewandelt hat, die praktisch die Head-Down-Generation ist. Head-Down heißt, die haben ihr Handy und gucken immer so und gucken weniger so. Und sie gucken so. Und das ist verdammt schwierig, aber Schule arbeitet immer noch nach dem Muster, wie es mal vor 200 Jahren ausgedacht hat, nämlich Schüler nach Alterskohorten sortiert, die häufig noch frontal ausgerichtet werden, in einem kahlen Raum sitzen, 10.000 Stunden, man würde das eigentlich sensorische Deprivation nennen. Und dort wird erwartet, dass die jetzt brav sitzen. Ich erlebe es gerade bei meiner kleinen Tochter in der 5. Klasse, wo der Lehrer dann die Weihnachtsfeier abgesagt hat, weil er sagt, die Kinder würden sich so daneben benehmen, das kann man mit denen nicht. Interessant. Der wundert sich, merkwürdigerweise wundert er sich nicht darüber, dass es funktionieren sollte, dass Kinder in so einem, die aus einer Grundschule kommen, mit interessanten, kreativen Arbeiten und in Gruppenarbeiten gewöhnt sind, da sitzen und ihm jetzt zuhören. Also das ist immer noch Realität. So, wir haben jetzt in den letzten 8 Jahren mit ca. 1000 Schulleitern an der Dortmunder Akademie für pädagogische Führung so ein Seminar gemacht, Abbau von Belastungen. Und da in der ersten Phase sollen die Lehrer, Lehrerinnen mal ihre Situation skizzieren, die Schulleiter, was ist die Belastung. Und da sieht man immer solche Bilder, man sieht es hier leider relativ schlecht. Ein Lehrer, auf den alles der Kopf ist am größten, das Herz ist geringer und hier unten passiert Unangenehmes. Und Sie sehen hier, der mit einer Klatsche, mit zwei Klatschen versucht, die ganzen Anforderungen zu bewältigen, die da auf ihn zukommen. Hier, was in fast allen Abbildungen, ich habe hunderte solcher Abbildungen inzwischen, drin ist, ist die Uhr. Also Lehrer sind gehetzte Wesen. Und jetzt muss man ja sagen, Bildung hat was mit Muße zu tun. Erstens. Zweitens wird unsere Lebenserwartung immer länger, immer größer. Das heißt, der Zeitraum, den wir für schulische Bildung brauchen, wird im Verhältnis geringer. Warum machen wir so eine Beschleunigung? Ja? Wo wir doch wissen, dass dieses Modell, wenn man viel in schneller Zeit reindrückt, da kommt nicht viel bei raus. Das ist ein großes Problem. Auch hier wieder Zeitmanagement. Und hier alles, was sozusagen zu tun ist. Regeln und Absprachen funktionieren nicht richtig. Wir haben folgende Diagnosefragen, wenn wir mit diesen Gruppen arbeiten. Was liegt an den Rahmen? Nennen Sie zwei Hauptbelastungspunkte, dann bilden die Gruppen. Und dann, was liegt an den Rahmenbedingungen? Was liegt an der Kommunikation im Kollegium? Was ist mein eigener Anteil? Weil die Schulqualitätsforschung zeigt, unter gleichen Rahmenbedingungen gibt es Schulen, die super agieren und welche sind ganz schlecht. Also muss es nicht nur an den Rahmenbedingungen liegen, das sagen Lehrer immer, die sagen, ja, im Unternehmen mit den Schülern kannst du nicht, mit den Eltern, mit den Kollegen, mit dem Kultusminister, ist alles furchtbar. Aber es liegt sehr viel an der Kommunikation im Kollegium, gibt es ein Unterstützungssystem und es liegt auch sehr stark daran, wie man das subjektiv verarbeitet. Also auf jeden Fall herrscht in Schule ein eklatanter Zeitmangel, auf fast allen Plakaten Ruhelosigkeit. Und der Lehrer ist dann sowas wie eine vierköpfige Hydra, der hat also 1000 Arme und hier alles prasselt auf ihn ein.
und er muss versuchen, da klarzukommen. Das finde ich auch eine sehr schöne Zeichnung, die dargestellt ist. Hier ist der Kollege und versucht hier, die Kinder, die hier mit ihren Handys beschäftigt sind und allen sonst interessanten Dingen, sie zu ziehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das scheitert auf die Dauer. Nun hat ja mal der Aaron Antonovsky, wir haben es vorhin schon gehört, israelischer Soziologe, untersucht, was zeichnet eigentlich Leute aus, die unter solchen Stressbedingungen gesünder werden und nicht kränker. Und so Salutogenese, was hält gesund? Und da hat er drei Faktoren herausgefunden. Die Sache muss verstehbar sein, sie muss bedeutsam sein und sie muss handhabbar sein. Ich bringe mal das Beispiel des schrecklichen Matheunterrichts meiner älteren Tochter. Wenn sie verstehen würde, worum es da geht, ging es ihr gut. Wenn sie auch noch wüsste, wozu sie das macht, sie sagte immer, frag mich doch nicht so eine blöde Frage, wozu? Ich muss mir das reinziehen für die nächste Arbeit. Und wenn sie dann auch noch das anwenden könnte, dann würde sie Kohärenzgefühl haben. Und genau in der Situation sind aber auch die Lehrerinnen und Lehrer. In dieser Inklusion, Qualitätsmanagement, die werden ständig, für sie ist es weder verstehbar noch bedeutsam noch handhabbar. Und wenn das der Fall ist, dann entsteht Stress. Wenn sie nicht genügend personelle Ressourcen haben, wenn es nicht genügend organisationelle Ressourcen gibt und dann soziale Ressourcen, dann ist die Sache nicht mehr verstehbar, nicht mehr machbar, nicht mehr sinnhaft. Und wir wissen eben, das ist von Dr. Hundeloh von der Unfallkasse NRW, mit denen die das finanzieren, unsere Zukunftswerkstatt, der hat so ein Modell entwickelt. Und darin sieht man auch, dass es eben drei Ansatzpunkte gibt. Der eine Ansatzpunkt ist die personellen Ressourcen, also subjektiven Verarbeitungsmuster. Da hat die Kollegin vorhin einiges zu gesagt. Aber natürlich spielen auch die Rahmenbedingungen eine Rolle und schließlich auch die soziale Struktur. Entscheidend in allen Untersuchungen zeigt sich, dass die Kooperation ein Entlastungsfaktor sein kann. Aber das predigen wir seit 30 Jahren, aber komischerweise scheint Kooperation in Schule nicht so attraktiv zu sein. Während das in der Gesellschaft das der Faktor ist, man spricht halt von Kollaboration, das ist der entscheidende Faktor, Teamarbeit. Und Lehrerinnen, die sich jetzt also von ihrer Schulleitung unterstützt fühlen, sind weniger anfällig für Burnout. Die Belastung ist auch umso geringer, je geringer das sozusagen schlechtes je besser das Schulklima ist. Und die wahrgenommene Unterstützung durch Kollegen verringert das Belastungserleben. Also sind es eigentlich ganz einfache Stellschrauben, würde man denken. Und in unseren Seminaren passieren auch häufig solche Situationen in der Visionenphase. Plötzlich bilden die da sozusagen Hände ineinander, Umarmung, alles Mögliche. Aber die Studien zeigen, 53% aller Schulen kooperieren nur auf niedrigstem Niveau und nur 2-3% erreichen die höchste Ebene. Das ist natürlich schwierig und da ist eine der Ursachen von Belastung. Vielleicht könnte Schule ja von Fußballern lernen. Netzwerkforscher haben mal die Frage untersucht, warum siegten die Spanier bei der Europameisterschaft 2008 und 2012 und warum die Deutschen bei der Weltmeisterschaft 2014. Die haben das Abspielverhalten untersucht. Und hier sieht man die deutsche Mannschaft 2008. Da gibt es 1, 2, 3, 4, 5 Cracks. Die sind super. Die spielen ständig miteinander. Sie sind allerdings Autisten, weil sie nicht mitkriegen. Da wollen welche auch mal den Ball kriegen. Die kriegen den aber nicht und das erweist sich für das Gesamtergebnis als ungünstig. Hier wiederum sieht man, die Spanier damals haben ein ziemlich ausgewogenes Abspielverhalten und jetzt sagte diese Studie, das ist eine Studie aus dem Jahr 2008 ursprünglich, die Gesamtleistung der Mannschaft ist umso besser, je mehr Verknüpfungen sie zwischen den Knotenpunkten herstellt. Und das ist das zentrale Problem in Schule, dass wir es noch nicht geschafft haben, sowohl auf der Schülerebene, wenn Sie sich mal überlegen, die Schüler werden vereinzelt, ja? Die werden einzeln abgeprüft, abschreiben ist ganz schlimm. In der Wirtschaft heißt das Kollaboration. Ja? Alle Kreativen haben ihre Sachen entwickelt durch Abschreiben oder Kopieren oder Neukopieren, kombinieren. Das ist in der Schule verboten. Natürlich will ich nicht sagen, dass der einzelne Spieler nicht wichtig ist, aber er kann nur gut sein, wenn es Mannschaftsgeist gibt, wenn es Zusammenspiel gibt und natürlich auch ein bisschen Glück.
Jetzt bin ich zufällig vor einem halben Jahr auf Alex Pentland gestoßen, einem MIT-Forscher. Und der hat Folgendes gemacht, der hat in Unternehmen, Deutsche Bank, alles Mögliche, die Leute mit Beepern ausgestattet. Die mussten immer klicken, mit wem sie gerade reden. Und da kam raus, in den meisten Traditionsunternehmen, da redet immer hier der Chef mit seinem Stellvertreter und die anderen sind kaum noch einbezogen. Und in den Organisationen, die kreativ sind, die vorankommen, da gibt es zwar einen herausgegebenen Chef oder Chefin, aber die Kommunikationsstruktur ist total ausgewogen. Und sie ist nicht nur ausgewogen, sondern es zielt auf eine wertschätzende Einbeziehung der unterschiedlichen Fähigkeiten der Mitarbeiter. Also man könnte mal gucken, wie sind denn so die Interaktionsmuster in Klasse und Schule? Und man würde wissen, wer seit Jahren, Lehrer reden viel zu viel, ich im Moment auch. Und da ist ein Riesenproblem. So, ich habe daraus mal eine Theorie gemacht, Theorie des kreativen Feldes. Und da habe ich überlegt, wie entstehen eigentlich gute Leistungen? Das habe ich in dem Buch Teamflow beschrieben, anhand der Musik der Beatles, anhand der Entwicklung des Computers, anhand von vielen solchen Beispielen. Und da kommt immer raus, entscheidend ist, dass sich da Leute treffen, die wissen, was sie können. Lehrer brauchen mehr Grünstifte, sagt Hüther, wenn es der Hirnforscher sagt. Also jedenfalls, sie müssen, man braucht heute immer einen Hirnforscher, man könnte auch den gesunden Menschenverstand, aber egal. Jedenfalls, wo liegen meine Talente? Wir müssen vielmehr sagen, die Leute stärken. Was können sie dann? Und jetzt gibt es die Defizite. Schule ist ein fehlerverfolgendes System, ein Missachtungssystem nach wie vor. Und die Defizite sind doch die Andockpunkte für mögliche Synergiepartner. Der Steve Jobs, ein verhaltensorigineller Schüler, der Schrecken seiner Lehrer, hat sein Studium geschmissen. Ein Versager, wie man ihn sich nur vorstellen kann. Aber er hat irgendwann erkannt, was er kann, nämlich Visionen zu entwickeln, Sachen zusammenzubringen. Eine Sache, die keine Institution prüft. Und was hat er gemacht? Er hat einen Partner gesucht, den Steven Wozniak, einen Technikfreak, der aus Elektronikschrott Spaßmaschinen baute. Der wäre auch eine Lachnummer gewesen für sich. Aber die Mischung dieser Techniker und der Visionär, die haben ihr 1976 für 1600 Dollar ihren verrosteten VW-Bus verkauft und die Firma Apple gegründet. Es gibt viele solche Beispiele, die Gründung von Google können Sie, es gibt viele solche Beispiele auch in anderen Bereichen, die immer zeigen, auf die Mischung kommt es an. Der nächste Punkt ist, ich muss rausfinden, was ist eigentlich das, was mir liegt. Und das, was mir nicht liegt, dafür kann ich mir doch Synergiepartner holen. Viele Leute werden gezwungen, meine Tochter zum Beispiel im Abitur, die muss jetzt Mathe bis zum Ende machen, es wird nie was werden. Wir umstellen sie mit Nachhilfelehrern. Sie wird durchkommen, aber es ist Schwachsinn. Weil sie ist literarisch begabt und die müsste was mit Literatur machen, aber der Literaturunterricht ist völlig durchschnittlich. Also das ist das alte Modell der Industriepädagogik des ausgehenden 18. Jahrhunderts, Fließband, alle zur gleichen Zeit das Gleiche. Und der nächste Punkt ist auch die Frage, ist die Umgebung für mich geeignet? Für viele Schüler in der 7., 8. Klasse ist die Schule nicht die geeignete Umgebung. Im letzten Jahr sind in Deutschland 780.000 Schüler als ADHS-Fälle diagnostiziert worden, davon 540.000 Jungen. Jetzt kann mir keiner sagen, dass die Jungen so viel ADHS-anfälliger sind als die Mädchen. Die sind einfach lebendig, die wollen sich ausagieren. Das Feld der Schule, so wie sie da organisiert ist, ist nicht geeignet. Deswegen hat ja die Frau Rasfeld von der Evangelischen Schule Berlin-Zentrum das Fach Herausforderung gegründet. Da müssen die Schüler zu Anfang des Schuljahres 3 Wochen Berlin verlassen, kriegen 150 Euro und müssen eine Herausforderung bewältigen und darüber dann berichten. Steve Jobs hat das mal gesagt, mein Lieblingszitat, "Great things are never done by single persons, they are done by a team of people." Und wir versuchen immer noch, die Schüler zu vereinzeln. Übrigens Burnout, wenn eine Schule eine Teamkultur hätte, also wenn die Lehrer miteinander sehr kooperieren würden, und wenn Sie in der Klasse eine Teamkultur entwickeln würden, dann werden Sie viel weniger belastet. Sie haben nicht mehr 32 Schüler, sondern Sie haben 8 Teams, die sich zum Teil, jedenfalls wenn man das jahrelang durcharbeitet, das natürlich dauert eine Weile, bis sowas funktioniert. Und es gibt eine Schule, die das macht, nämlich die IGS Göttingen, die im letzten Jahr den Deutschen Schulpreis gekriegt hat. Wichtig ist auch bei der Entwicklung von Schule, dass man aus dem System rausgeht. In Schulentwicklung ist immer das Problem, dass es immer Lehrer mit Lehrern machen. Und da kommen immer Lehrerideen raus, die ja nicht schlecht sind, aber zu wenig. Und deswegen wäre es wichtig,
dass wir sowas machen. In unseren Schulentwicklungswerkstätten machen wir das. Wir arbeiten, das werde ich dann im Workshop auch beschreiben, mit der uralten Zukunftswerkstatt von Robert Jung, aber ich nenne es jetzt die neue Zukunftswerkstatt, weil in der klassischen Zukunftswerkstatt, das war ja ein politisches Modell, da fingen wir mit einer Kritikphase an. Jetzt sagt mal, was alles schlecht ist. Würde ich mit Lehrern nicht mehr machen. Das ist ein ganz schlechter Start. Sie kommen da nicht mehr raus aus dem Jammertal, sondern wir sagen, ich glaube, Sie sind Spitzenpädagogen, ja. Sie machen eine ganz tolle Pädagogik, nicht jeden Tag, aber ab und zu. Und wir gucken uns jetzt die Situationen an, wo es gelang. Und daraus, das ist die wertschätzende Diagnose, und daraus überlegen wir dann, wie sind wir, wenn wir gut sind. Das ist wieder Antonowski, Verstehbarkeit. Die zweite Phase, wir stellen uns vor, in 5 Jahren ist das, was eine Ausnahmesituation war, Alltagsrealität. Wie sieht das aus? Also es lohnt sich. Und die dritte Phase ist, wie komme ich dahin? Ich kann es packen. Und das ist mir erst später klar geworden. Der Robert Jung hat intuitiv Antonowski vorweggenommen. 15 Jahre, das ist ein allgemeinmenschliches Problemlösemodell, diese 3 Phasen. Ein relativ einfaches. Wir sehen hier die Schule, die Werkstattschule in Rostock. Da haben die genau dieses gemacht. Der wertschätzende Austausch, die treffen sich auf dem Marktplatz. Wir haben dazu ein Blatt mit einem Symbol, mit einem Wort und den Kernsituationen. Und dann haben Sie innerhalb von 10 Minuten 80 Erfolgsgeschichten. Die Mundwinkel sind 3 Millimeter höher, die Stimmung ist besser und jeder kann was von etwas berichten, was gelungen ist. Es findet dann hier der Austausch statt in den Gruppen. Wir hängen dann diese ganzen Geschichten auf. Und wenn man sich anguckt, was sind die Erfolgsfaktoren, die die Leute nennen, also die Größe der Buchstaben zeigt, was am häufigsten genannt wird. Und man sieht hier, die Erfolgsfaktoren sind die weichen Faktoren. Gemeinschaft, Gemeinsamkeit, Vertrauen, Zusammenarbeit, Kompetenz. Das sind eigentlich die Stellschrauben, die man machen müsste, um Schule voranzubringen. Und das taucht dann auch in den Sätzen auf, die da genannt werden. Wir haben da eine Modifikation, da jetzt Thema Burnout ist. Wenn wir Schulentwicklungswerkstätten zu bestimmten Themen machen, dann fangen wir mit einer positiven Wertschätzungsphase an. Wenn es um Gesundheit geht, dann fangen wir mit einer Diagnose an. Also was belastet uns? Die machen das dann, wichtig ist die Visualisierung, dass das in Bildern dargestellt wird. Wir haben da eine Kaminholzpräsentation mit Hans-Günter Rolf entwickelt. Die dürfen dann ihre Diagnose darstellen, solange ein Kaminholz brennt. Dadurch schaffen sie es bei 120 Leuten und 15 Gruppen, in 15 Minuten die Diagnosen zu haben. Und das funktioniert wunderbar. Man muss nicht endlos drüber reden. Und der entscheidende Punkt ist dann die Visionenphase. Die Idee ist, dass wir raus aus der Mehr-desselben-Falle gehen. Die Mehr-desselben-Falle ist also das, was die empirische Bildungsforschung in weiten Teilen heute macht. Die versucht, ein System, was es seit 200 Jahren gibt, zu optimieren. Ich glaube, dass das eine Sackgasse ist. Ich glaube, wir müssten gucken, wie hat sich Schule aus der Vergangenheit entwickelt, in die Gegenwart, in die Zukunft. Dann merken wir, das ist eine Sackgasse. Sie haben eine einspurige Straße, bauen wir eine zweispurige. Straßen ziehen Verkehr an. Nach ein paar Jahren ist die dicht und diese große Sache ist in Los Angeles, war ich vor einem Jahr, stand ich in 16 Spuren im Stau. Das ist das mehr desselben Prinzip. Und wir müssten eigentlich hier einen Schnitt machen und müssten sagen, Leute, wie würden wir Lernen gestalten, wenn wir das, was wir wissen, also optimale Lernsituationen und nicht einfach nur die Pläne erfüllen? Und da würden wir merken, es gibt einen Möglichkeitsraum. Man muss die Kinder nicht in einen kahlen Raum sperren und sitzen lassen im digitalen Zeitalter. Es gibt so viele Möglichkeiten, da etwas zu machen. Und in der Visionenphase tauchen dann eben auch solche Glücksgeschichten auf. Selbst in einem ausgebrannten Kollegium sind plötzlich Herzen, Sonnen, alles Mögliche drin. Und es entstehen attraktive Bilder der Zukunft, das hier die Montessori-Schule in Hofheim, die Kreativität explodiert, manchmal auch in Aktionen. Und was noch ganz wichtig ist, ich muss mich jetzt beeilen, um zum Ende zu kommen, was ganz wichtig ist, die Schülerinnen sind unterschätzte Schulentwicklungsexperten. Das hier ist eine Viertklässlerin in Lüneburg, davor sitzen die Lehrer und die Eltern und die sagt, Leute, ich möchte niemanden hier kritisch angucken, aber wie ihr uns manchmal behandelt,
Mucksmäuschenstill, hoher Lerneffekt. Also, und was auch interessant ist, wenn man sich die Modelle anguckt von Schule, die die Kinder oder Jugendlichen oder auch die Lehrer gestalten, es sind nie rechteckige Kästen mit davon abgehenden Behördenfluren, sondern es sind immer Rundform, waldorfmäßig so ein bisschen mit einem Marktplatz in der Mitte, mit Entspannungsräumen und so weiter. Ich war neulich in Südtirol, da machen die ja Ähnliches zum Teil. Und ich behaupte, es gibt so etwas wie ein pädagogisches Tiefenwissen. Das heißt, wenn wir in uns reinschauen, unsere Bedürfnisse, wir haben ja alle mal gelernt und lernen und kennen Situationen, wer von uns würde sich, wenn er was Kreatives machen würde, in einen kahlen Raum setzen, einen Wecker stellen, der alle 45 Minuten klingelt, Sie dürfen dann 5 Minuten auf Toilette und dann weitermachen. Würde kein normaler Mensch machen, aber wir machen das mit den Kindern. Die dritte Phase ist dann die Realisierungsphase. Da geht es halt darum, von diesen Visionen jetzt konkrete Schritte zu benennen. Was muss bis 2018 passieren, 2016? Welchen Schritt machen wir Montag nächste Woche? Und das Ganze endet dann mit so einer Ausstellung, die mehr oder minder differenziert ist. Die Frage ist natürlich immer, was bringt es? Das hängt, partizipative Verfahren funktionieren nur, wenn die Leute was wollen. Wenn sie nichts wollen, war es auch mal ganz nett, dass wir darüber gesprochen haben, aber wenn ich das jetzt zusammenfasse und damit komme ich zum Schluss, dann stelle ich die kühne These auf, nachdem ich viele Jahre mit ganz viel Literatur, Forschung mich auseinandergesetzt habe. Wahrscheinlich wird man dann mit 63 senil. Ich behaupte mal, oder kann sich nicht mehr merken, ich würde behaupten, es sind 3x3 Prinzipien. Wenn Sie die beachten, dann ist es wahrscheinlich, dass Schule besser wird. Das eine ist die Salutogenese von Antonowski. Die Dinge sollten verstehbar, bedeutsam und handhabbar sein. In der Beratung, in jedem Bereich. Die zweite Ebene ist die Selbstbestimmungstheorie von DC und Ryan. Ich bringe mal das Beispiel, ich habe meine 7-jährige Tochter in die Musikschule als guter Bürger natürlich gebracht, Bildungsbürger. Sie sollte natürlich Klavier lernen, ich habe es nicht gelernt. 2 Jahre Zähne klappern, heulen, Stress, schreien, nichts. Wieso, verdammt nochmal, hat dieses Kind bei diesem ausgezeichneten Musikschullehrer nichts gelernt? Eines Tages sagt sie, Papa, kauf mir ein Einrad. Und ich denke, nicht das noch, wir haben schon so viel Spielzeug. Aber ein halbes Jahr später geht die Tür auf, sie fährt eine perfekte Pirouette, hat sich alles selbst beigebracht. Und letztes Jahr hat sie vor 1000 Leuten im Zirkus Rambazzotti mit ihrer Truppe einen Auftritt gehabt. Warum hat sie das gelernt? Weil sie heimlich in meine Bibliothek gegangen ist, die Selbstbestimmungstheorie von DC und Ryan gelesen hat. Da steht nämlich drin, Dinge, die wir selbstbestimmt machen, ja, da sind wir gar nicht zu bremsen. Ja, da wollen wir lernen. Der zweite Punkt ist, da wollen wir Kompetenz erleben haben. Da wollen, die ist 100-mal umgefallen, hat 2 Biertische hingestellt. Alles selber, keine Credit Points, keine Bewertung, nichts. Und der dritte Punkt ist, man erfährt darin Sinn und Zugehörigkeit. Und die Ebene auf der Organisation ist dann, Sie brauchen eine wertschätzende Diagnose und nicht eine herabsetzende. Also Schulinspektion kann oft kontraproduktiv sein, deswegen hat sie Finnland auch wieder abgeschafft. Weil die Institution nur lernt, Abwehrroutinen aufzubauen. Die wissen, jetzt kommt die Inspektion, jetzt erzählen wir denen mal, wie toll wir sind. Aber es findet keine ernsthafte Auseinandersetzung statt. Und häufig können Sie ja mit der Diagnose auch nichts anfangen. Wenn Ihnen einer sagt, Sie sind in dem Bereich schlecht. In England gibt es so eine Liste, excellent, poor. Jetzt kriegen Sie poor. Was sollen Sie machen? Also wertschätzende Diagnose, eine gemeinsame Vision und dann sozusagen ein Umsetzungspunkt. Und ich würde mal sagen, wenn Sie das konsequent durchziehen, dann wächst zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass das besser wird, dass die Schule besser wird. Alles das, was ich jetzt erzählt habe, das ist nicht neu. Das haben schon unsere Vorfahren gewusst. Aristoteles hat gesagt, Glück ist das letzte Ziel menschlichen Handelns. David Hume hat ähnliche Äußerungen gebracht, aber was ich am besten finde, ist Voltaire. Der hat nämlich gesagt, ich habe beschlossen, glücklich zu sein, weil es besser für die Gesundheit ist. Das ist evidenzbasiert nachweisbar und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg und in dem Workshop werden wir ein Element aus diesem Workshop bearbeiten. Danke fürs Interesse.